jenem fahrbaren Untersatz, den Sie so beherrschen möchten wie die Stars dieser Veranstaltung. Motorradfahren ist mehr als ein Hobby. 30 Minuten vor Rennbeginn, Egon Müller, der zweifache Sandbahnweltmeister aus Kiel, war gerade erst mit seiner Maschine eingetroffen. Am Sonnabend hat er noch in Manchester in England gemeinsam mit Hans Wassermann aus Landshut an der Paarweltmeisterschaft teilgenommen und einen ausgezeichneten dritten Platz belegt. Nun hieß es, die Maschine unter Zeitdruck startklar zu machen. Egon Müller wollte seine Anhänger nicht enttäuschen. Ein Profi darf keinen schlechten Tag erwischen. Das ist das harte Gesetz der Show. Beim Rennen um den Bahnrekord, den er selbst mit 18,01 Sekunden hält, war der Kieler dann auch wieder der Beste. Die Länge der Bahn 476 Meter, ein Grasbahnoval mit hohen Ansprüchen an die Qualität der Fahrer. Sekunden, diesmal für Egon Müller, das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 94,56 Kilometern in der Stunde. Die Kurvenfahrt des Ex-Weltmeisters in der Zeitlupe. So wie er haben nur wenige Fahrer die Maschine in der Gewalt. Vorderrad und Oberkörper bilden eine Einheit. Kaum Bewegung, nur geringe Korrekturen. Im Vergleich dazu Hans Wassermann. Deutlich erkennbar, welche Mühe er hat, die Maschine beim Driften nicht ausbrechen zu lassen. Das kostet Zeit, das kostet auch Kraft. Bester norddeutscher Fahrer nach Egon Müller, Wilhelm Duden aus Norden, hier im Bild. Eine rasante, waghalsige Kurvenfahrt. Schade nur, dass Duden vor dem Finale mit einem Materialschaden ausfiel. Mit einem Schnitt von 90,3 Kilometern in der Stunde war er das schnellste Rennen gefahren. Nur drei Stürze, die aber glimpflich verliefen. Die Motorradakrobaten mit dem Eisenschuh demonstrierten die hohe Kunst dieser Sportart. Come on, hold me tight.